werfen sich eigentlich keine Frauen fürs Reden ein. Und Männer auch. Nur gut. Liebe Freundinnen und Freunde, Rassisten sind Arschlöcher. Überall. Diese Bemerkung von der linken Kollegin Halina Vaščiňák im Deutschen Bundestag hat erstaunlicherweise für viel Gemurmel in den Reihen der CDU und CSU geführt und hat prompt dazu geführt, dass die Kollegin wegen einem unparlamentarischen Begriff von der Parlamentspräsidentin ermahnt wurde. Und ich habe mich, als ich da saß, gefragt, verdammt nochmal, warum fühlt sich in diesem Hohen Haus jemand davon angesprochen? Und warum dieser Gemurmel? Alle diejenigen, die sich von so einer Bemerkung gestört fühlen, sind auch oft diejenigen, die sagen, man darf doch mal sagen dürfen. Aber alle diese Pegida-Versteher und auch die sonstigen Privatmänner, die sich mit Pegida treffen, die kapieren eins nicht. Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus sind in unserem Land eine traurige Wahrheit. Eine Wahrheit, die uns alle aufhorchen lassen sollte und eine Wahrheit, die wir sehr ernst nehmen müssen. 180 Menschen, mindestens 180 Menschen, sind seit dem Mauerfall Opfer von rechter Gewalt geworden. Ich sage deshalb mindestens, weil wir nicht wissen, wie viele Menschen noch ihr Leben lassen mussten durch Rassisten, weil wir immer noch nicht wissen, was hinter der NSU steckt, was hinter dieser neuen Organisation, die jetzt irgendwie aufgetaucht ist, NSS steckt. Das sind Gefahren für unsere Republik, für unsere Demokratie. Und da sind nicht nur die Migranten betroffen, da sind nicht nur die Flüchtlinge getroffen. Und deshalb sage ich, wir müssen viel stärker kämpfen, damit diese Realität endlich auch von einer großen Mehrheit dieser Republik angenommen wird. Warum sage ich das? Eine Erhebung der Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, kürzlich hat ergeben, dass 45% der Befragten Verständnis haben für diese Sorgen und auch bei den Begriffen Flüchtlinge, Asylsuchende immer was Negatives drunter verstehen. 45%, das sind fast die Hälfte der Befragten und das auch ist ein riesiges Alarmzeichen. Ich sage, mich wundern diese ganzen Pegida, X-Gida und wie sie sonst heißen nicht. Ich sage, die Saat geht auf. Das Boot ist voll. Deutschland schafft sich ab. Oder der Spiegel mit einem Cover des Brandenburger Tores mit einem schwarzen Hintergrund und einem Halbmond drüber. Das ist die Saat, die diese Medien auch gelegt haben und deshalb verstehe ich, was da passiert. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, sollte uns deshalb auf die Straßen bringen, deshalb auch solche Resolutionen abschließend hier auch diskutieren. Und ich hoffe, dass mehr Menschen sich von diesen rechtspopulistischen Diskursen distanzieren. Und ich hoffe, dass immer mehr Demokraten, und bei der Gelegenheit danke ich allen, die sich tagtäglich und Montag gegen diese Menschen auf die Straße bewegen, montags, egal ob in Dresden, in Leipzig oder in Berlin-Marzahn. Ich danke denen und ich hoffe, dass immer mehr Menschen diese Realität endlich anerkennen und mit uns gemeinsam gegen Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus kämpfen. Die drei Minuten sind unerschön. Letzter Satz. Keine Toleranz der Intoleranz und das ist unsere Aufgabe. Ich danke euch. Applaus